Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2, wieder auf meinem Profil. Und wir sind in Foralinoch. Hier ist nochmal derselbe Auftrag und hier sind der Schatz, den ich übersehen habe. Den habe ich eigentlich ziemlich gut mitgenommen, stimmt ja. Und wir machen mal die Zusatzänderung, die hier war. Oh, wieder fliegen. Huhu. Wo genau soll ich überhaupt hin? Ich glaube, so funktioniert heiße Luft nicht. Ist das jetzt einfach nur, damit ich jetzt jemand runtertreten kann oder was? Weil das konnte man ja nur einer Mission vorher machen. Ja Gott, das war die falsche Taste, aber... Irgendwie ein Missionsziel haben wir jetzt nicht, oder? Okay. Ist es nicht meins, muss ich sagen. Egal, dann machen wir die normale Aufgabe. Aber das war's jetzt einfach nur, damit man jetzt dieses Achievement da bekommen kann, also auf den Konsolen damals. Falls man das beim ersten Mal nicht gemacht hat. Also ich finde diese Flugmaschine jetzt nicht so eine gute Mechanik, dass man unbedingt dafür ein DLC machen muss. Aber jedem das sein, ne? Ich habe mein Headset ein bisschen leiser gedreht, weil es irgendwie alles ein bisschen laut. Ich weiß gar nicht wieso. So, dann... Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die Hexen. Munition brauchen wir, glaube ich, nie, oder? Bestimmt nicht, nein. Wir haben noch genug. So. Gott, ey. Schon wie... Nicht immer... Ich kann gerade nicht reden. Nicht immer diese Leute, gegen die ich immer gegenlaufe. Gott, ey, was ist denn los? Was Hallo? Tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Ja. Checo Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu erhalten. Ja, das schaffen wir. Markierung identifizieren Sonderänderung. Ja, Sonderänderung, die von Arsenal. Das könnte mich helfen. Legio, stopp! Was machst du so hin, Aua, lass mein Pferd in Ruhe, Pisser. Hier. Ah, schade, ich dachte, ich kann einfach da runterspringen, aber es geht anscheinend nicht. Was ist denn... Pferdchen, was denn... Hä, was denn los mit diesem Pferd? Ja, super, super. Echt gute Pferdmechanik. Ich hab mich erst festgerannt. Drehe ich mich jetzt erst viermal um oder renne ich jetzt nach hinten weiter? Was machst du hier oben? Geh! Dazu, fass ihn, das! Andiamo! An mir kommst du nicht vorbei. Also ich muss ihn einfach nur jagen, oder was? Wir kriegen ihn, keine Sorge! For real? Lass doch mein Pferd in Ruhe, Bastard. Sofort runter hier! Okay, wir müssen einfach nur jagen. Hoffe ich. Ich bin bei dir, Bruder! Was ist denn los mit diesem Pferd?
Oder ich schlage ihn einfach vom Pferd runter. Ich dachte, ich kann so absteigen und ihn da so cool mit meinen Klingen töten, aber... Ja. Hast du deine Beute wieder? Dankeschön. War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Au. Oh. Wieso sticht er uns mit dem Messer? Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Okay. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sie. Ich erinnere mich. Wartet. Da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie. Katharina, ich muss weiter. Sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Was ist das? Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden. Aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Haben wir es eigentlich auch schon alle Kodexseiten? Hör zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht. Und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Hehe. 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 Checkomat. Okay, die Zusendung ist immer noch da. Und da hinten ist die reparierte Erinnerung. Wollte ich noch was gucken? Wo ich wollte gleich noch nach... Ich wollte allgemein noch nach Venedig oder... Ja, doch nach Venedig. Da wollte ich noch Leonardo gucken. Der dann... den letzten Kodexseiten entschlüsselt. Ach, oh, ich rede in die falsche Richtung. Die Kodexseiten entschlüsselt, falls sie nicht haben. Aber eigentlich müssten wir auch alle haben. Also, das heißt, ich könnte die ja schon wieder in Monte Johnny platzieren. Ja. Aber erstmal machen wir jetzt die Sonderänderung und holen uns den Schatz hier noch, der auf dem Weg liegt. Weiß ich, den wir noch nicht haben. Und, meinst du, wie lange haben wir eigentlich noch? Noch 11 Minuten, okay. Und ich rede immer von den Bergen, das ist 10 Meter außerhalb der Stadt. In den Bergen. Und die wenigsten würden sagen, in der Romagne oder so. Da würde ich ja verstehen, weil das ist ja die Romagne, aber... Nee. Also Ezio hat ja jetzt schon ein Bart. Das heißt, er lag ja ein paar Tage da bewusstlos rum. Das heißt, ist nicht so gut. Die Abtei im Sumpfland der Romagne nach dem Mönch im Schwarzen Umhang den Apfelstall durchsuchen. Okay. Warnung, Sperrgebiet. Genug, du Sohn einer Hündin!
Ja, stimmt, man kann ja bald machst du dich mal nützlich. Frieden Au. Sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Nein, gehen wir nicht in Frieden. Bruder O'Callaghan. Er ist aus dem Sperrgebiet raus. Na, wo müssen wir denn hin? Dankeschön, aber nein. Ich wollte die Karte. Da, okay. Wieder zurück in die Stadt rein. Wir kommen gerade zur Stadt, um wieder in die Stadt zu gehen. Gutes Quest-Symbol. Symbol. Gutes Quest-System. Aber das ist echt zu warm hier. Ich kann echt nicht mehr reden. Aber immer kann ich mit den Klingen laufen. Hier gab es keinen Eingang, oder? Ich kann durch das Tor wieder schwimmen. Stimmt, wir sind ja da mit dem Boot näher gekommen und sind dann da in die Stadt reingeschwommen. Der Zusatz. Mission am Anfang. Bevor ich den Part verkackt habe. Oh, Geld. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Spiel noch geht, weil wir sind ja schon relativ am Ende. Wir müssen jetzt nur noch Rodrigo Borgia töten, der ja im Vatikan sitzt. Und dann gibt es noch hier einen DLC. Ich weiß nicht, wie lange der DLC ist. Ich glaube, der ist länger als dieser hier gewesen. Das war doch schon hier nicht mehr. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Max-Meuchler ist zurückgekehrt! Wir stehen Leben auf dem Spiel! Ich habe damit nichts zu tun! Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Oh, ich hab den richtigen gefunden. Bitte, nein! Ich will nicht sterben! Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Girolamo Savonarola. Gott, dieser Name. Oh, das war Sequenz 12. Gut. Ich hab's gedacht, zwei Parts noch für den her, aber es ist nur einer. Jetzt müsste Sequenz 13 kommen. Die ist ein bisschen länger, glaube ich. Ich habe kurz geguckt, wie lange die etwa gehen. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Hui. Jahre seitdem wir mit Venedig fertig sind.
Wie sieht das denn hier aus? Okay, wir sind wieder in Florenz und der neue Bezirk, also wo? Egal, gehen wir erstmal hier rein. Ja. Bezirk Oltrano. Okay, einfach hier vorne. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Assassin's Creed 1 Taktik. Was sind das hier für Leute? Den ich auch wieder totprügeln kann, aber... Machiavelli auf der Brücke in Oltrano. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Hey, what the fuck, was ist denn los mit mir? Wieso greifen die mich alle an? Hallo? Ja, was soll echt einen neuen Bereich hinzufügen zu Florenz, aber... Ach, da unten geht's noch weiter wahrscheinlich. Los, mach ihn nieder! Hä? Was wollt ihr denn von mir? Hier haben wir doch Lorenzo de' Medici gerettet. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Aus Blei und Granatapfel? Kannst du mal die Schnauze halten? Verdammt! Sofort! Der konnte mich gar nicht sehen so schnell. Noch ein Söldner? Nein, ich bin kein Söldner, ich bin ein cooler Typ, der hier auf Dächern rumspringt. Tch, Amateure. Sehr Manchmal gut. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Tja, der Assassine ist back. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Okay. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Okay. Oh, Leichen. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja, der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Bleibt dran. Wo mischen wir denn hin? Oh, es gibt noch Aussichtspunkte. Also, dass es ein neues Gebiet gibt, finde ich cool, muss ich sagen. Ich mag neue Gebiete. Yeah. Meine Nase juckt schon wieder. Da! Verliert ihn nicht schon wieder! Zum Glück haben wir schon das alter Irrschwert. Also, bisher hält der neue Bezirk ganz okay aus. Also. Nichts Besonderes, außer dass wir Feuer stehen, aber ansonsten... Könntest du ihn bitte töten? Oh, ja, neue Leute, endlich! Bam! So, und jetzt unser Timer auch schon vorbei.
Den töten wir aber trotzdem noch. Und gucken, ob die Sequenz hier noch vorbei ist oder nicht. Hier, ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffinier. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Okay. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. So. Alle Lieutenants sollten erstmal ein ganzes scheiß KM-Map voll. So, also, dann hoffe ich, ihr habt euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.